Hey, mein Name ist René und wenn du meinen YouTube-Kanal verfolgst, dann weißt du, dass ich mein Geld mit dem Automatisieren von Handelsstrategien für den MetaTrader 4 verdiene. Und das Automatisieren von Handelsstrategien hat extrem viele Vorteile. Du musst nicht ständig vorm Rechner sitzen. Die Programme führen deine Programmierung perfekt aus und handeln genauso, wie du es haben möchtest. Und im MetaTrader 4 ist es insbesondere besonders leicht, Handelsstrategien zu automatisieren. Mittlerweile habe ich auch schon vielen anderen Leuten gezeigt, wie sie die Programmierung im MetaTrader 4 lernen können. Das heißt, ich habe Tutorials gemacht und unter anderem auch einen umfassenden Kurs zu dem Thema geschnürt. Und in diesem Video möchte ich diesen Kurs insbesondere einmal vorstellen. Es gab immer wieder Leute, die danach gefragt haben, ja, kannst du mal die einzelnen Inhalte nennen? Und das möchte ich jetzt in diesem Video machen. Das heißt, du wirst hier einfach die Übersicht bekommen, auch die einzelnen Inhalte bekommen in diesem Kurs, wo ich dir zeige oder wo dir gezeigt wird, wie du die Programmierung erlernen kannst. Das heißt, wenn du das alles schon kennst, wenn du nicht automatisiert handeln möchtest, die Vorteile nicht nutzen möchtest, dann klick am besten gleich weg. Und ansonsten, falls du dich für die MT4 Masterclass interessierst oder einfach schauen möchtest, welche Themenbereiche du dir anschauen solltest, wenn es um die MT4 Programmierung geht, dann bleib am besten bei diesem Video bei mir und ja, schau dir an, was ich dir jetzt zeigen werde. Und zwar das hier ist der Mitgliederbereich von BM Trading. Das heißt, hier sind unsere Kurse zu finden. Das hier ist die Startseite und das Wichtigste ist jetzt hier unter Kurse hast du zum Beispiel die MT4 Masterclass mit den ganzen Kapiteln und auch einer Übersicht zum Beispiel. Ich werde jetzt erstmal die Übersicht machen. Es gibt natürlich eine ganze Menge von Kapiteln in dieser MT4 Masterclass, weil ja, natürlich ist die Programmierung im MetaTrader verhältnismäßig einfach, wenn man das vergleicht mit anderen Entwicklungsumgebungen oder anderen Handelsplattformen auch. Ich habe da Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Plattformen und im MetaTrader 4 ist es am einsteigerfreundlichsten. Trotzdem ist es natürlich immer noch so, dass wir hier nicht irgendwelche Kaffeesatzleserei betreiben oder irgendwelches Hokuspokus, sondern Programmieren ist an sich nichts, was man von heute auf morgen lernt, sondern man muss da wirklich ein bisschen sich dran setzen, um dann im Endeffekt auch die Früchte von der Arbeit ernten zu können. Aber wie so oft im Leben lohnt es sich dann natürlich ganz besonders, wenn man einmal an diesem Punkt angelangt ist, dass man alle seine Strategien automatisieren kann, entweder für sich selber, dann damit sein eigenes Konto handeln kann, Social Trading betreiben kann oder vielleicht sogar für andere programmieren kann, um das dann ja, neben- oder hauptberuflich einfach zu machen und damit halt sehr, sehr viel Freiheit und Flexibilität zu bekommen auch. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass man es von heute auf morgen lernt, deswegen gibt es hier ein paar mehr Lektionen, aber ich habe mir die beste Mühe gegeben, in diesem Kurs einfach alle Themenbereiche anzusprechen, alle Themenbereiche schön langsam und vor allem auch einsteigerfreundlich zu erklären, sodass es jeder verstehen kann, der auch überhaupt keine Programmiererfahrung hat. Ich selber habe damals auch mit MQL4, das ist die Programmiersprache für den MetaTrader 4, gestartet, hatte vorher überhaupt gar keine Programmiererfahrung. Mittlerweile habe ich auch in diversen anderen Programmiersprachen Erfahrungen gesammelt und ja, Software in anderen Programmiersprachen entwickelt. Aber MetaTrader 4 ist immer noch so meine Lieblingsumgebung, wo ich am liebsten programmiere. Also gehen wir mal jetzt hier die einzelnen Inhalte durch. Ich versuche das mal hier anhand von dieser Übersicht zu machen. Und zwar, hier kann man die einzelnen Bereiche ganz schön sehen. Wir sind jetzt gerade hier in der Übersicht. Das heißt, hier sind alle Kurse oder alle einzelnen Videos, alle einzelnen Kapitel aufgelistet. Das gehe ich gleich nochmal durch. Aber hier haben wir den Vorteil in dem Navigator, dass wir auch die Überschriften haben. Das heißt, Punkt 0 wäre hier die Einleitung. Da geht es einfach darum, wo ich nochmal erkläre, worum geht es in diesem Kurs überhaupt und was kannst du dir darunter vorstellen, was solltest du insbesondere machen, um das bestmöglich aus dem Kurs rauszuholen. Es ist zum Beispiel so, bei der Programmierung bringt es nichts, wenn du den Kurs einfach nur stumpf konsumierst, vielleicht nebenher noch Netflix anschaust oder so, dann wird es dich einfach gar nicht weiterbringen, dann kannst du dir auch das Geld sparen und vor allem die Zeit sparen, überhaupt da irgendwas anzufangen, sondern du musst dich wirklich hinsetzen und das Ganze mitprogrammieren, mitdenken, vor allem auch vielleicht eigene Ansätze auch mit reinbringen. Dann geht es hier so ein bisschen um Programmierkonventionen, das heißt, wie strukturieren wir den Code, welche Sachen nutze ich insbesondere, das wollte ich am Anfang mit reinbringen, damit es dich nicht verwirrt, wenn ich es dann nachher so mache. Dann geht es zum allerersten Thema, das sind so die absoluten Basics und das Gute hierbei ist, das sind nicht nur MT4 Basics, sondern das sind Basics, die du eigentlich in jeder vernünftigen Programmiersprache wiederfindest. Es gibt irgendwelche schwachsinnigen Programmiersprachen wie Whitespace oder so, wo du halt einfach komplett andere Syntaxe und teilweise, also sind auch Spaß-Programmiersprachen, aber in jeder relevanten Programmiersprache, die auch kommerziell genutzt wird, wirst du diese Basics finden.
Von daher geht es hier erstmal darum, generell zu schauen, was ist der Meta-Trader, Meta-Editor, also die Entwicklungsumgebung für Expert Advisor, Indikatoren und Skripte. Dann geht es darum, mal ganz einfache Programme zu schreiben, sich mit variablen Operatoren, Kontrollstrukturen zu beschäftigen, anschließend mal schon mal so kleine Datenstrukturen wie Felder oder im Englischen Arrays sich anzuschauen und dann auch tatsächlich mal sich den Grundaufbau quasi, die Implementierung von dem MetaTrader anzuschauen. Das heißt, wie sind die einzelnen Orders angeordnet in der History oder im Terminal und wie kann ich da insbesondere darauf zugreifen, wenn ich das möchte. Dann geht es auch direkt los. Also es ist sehr praktisch alles gemacht hier. Man hat immer, zumindest in den ersten Lektionen, wo es darum geht, wirklich die ganzen Sachen mal zu verinnerlichen, haben wir verschiedene Expert Advisor, die geschrieben werden. Der erste ist zum Beispiel ein Donkey & Channel Expert Advisor, den wir so auch als fertigen Expert Advisor anbieten. Hier sieht man dann ganz genau, wie der geschrieben wird. Und da geht es als erstes los, indem der Donkey & Channel Indikator geschrieben wird. Das heißt, da lernst du zuerst einmal, was sind Indikatoren und wie sind die im MetaTrader 4 implementiert. Und dann merkst du auch, wie du zum Beispiel eigene Indikatoren schreiben kannst. Anschließend wird auch dieser von uns selbst geschriebene Indikator dann genutzt, um damit einen Donkey & Channel Expert Advisor zu schreiben, also wirklich ein Programm, was vollautomatisiert alle Signale von dem Donkey & Channel umsetzt. Da wird dann nochmal gezeigt, wie man einen Indikator überhaupt einbindet, wie man Positionen eröffnet, wie man Gegenpositionen schließt, zum Beispiel bei einem Gegensignal und insbesondere auch, wie man dafür sorgt, wenn das MT4 Terminal jetzt mal abstürzt, dass der Expert Advisor da weitermachen kann, wo er aufgehört hat. Und nicht sich komplett verliert und dann vielleicht noch mehr Positionen aufbaut oder so, was er gar nicht soll. Als nächstes wird dann der Bollinger Bands EA geschrieben, auch so ein relativ bekanntes System, bekannter Indikator eigentlich. Hier ist der Unterschied, dass dieser Indikator diesmal vom MetaTrader vorgegeben ist, das heißt, wir können ihn direkt einbinden. Trotzdem gibt es hier verschiedene neue Sachen, die wir haben. Wir schreiben das erste Mal eigene Funktionen, berechnen Stop-Loss und Take-Profit und arbeiten zum Beispiel auch das erste Mal mit einem Trailing-Stop. Außerdem lernen wir da noch, wie man Handelssignale filtert. Das heißt, man kann zum Beispiel hier über einen gleitenden Durchschnitt filtern. Wenn jetzt zum Beispiel eine Kauforder eröffnet werden soll, schaut der EA dann vorher immer nochmal, ob der Kurs auch über dem gleitenden Durchschnitt ist. Das kann man dann auf jeden anderen Indikator oder Filter übertragen. Das ist jetzt nicht so, dass man immer den gleitenden Durchschnitt nehmen muss. Geht hier eher darum, so die Vorgehensweise zu zeigen, sodass man es auf alles übertragen kann. Anschließend wird dann ein etwas größerer EA geschrieben, da muss ich mal ein bisschen mehr Platz machen. Das ist auch ein sehr bekannter Expert Advisor, mit dem man zum Beispiel bekannte Strategien wie die Open Range Breakout Strategie umsetzen kann. Den Expert Advisor findest du auch bei uns auf der Webseite und hier wird halt gezeigt, wie der geschrieben wird. Da geht es dann wieder darum, verschiedene Variablen und vor allem auch Input-Variablen, das heißt Einstellungsmöglichkeiten für den Benutzer, zu implementieren. Dann wird gezeigt, wie man eine Range in den Chart einzeichnet und die auch ständig neu berechnet. Außerdem sieht man dann hier, wie man zum Beispiel Positionen zählt oder Preise rundet. Das ist insbesondere wichtig bei Brokern, die nicht jeden Preis erlauben. Zum Beispiel Active Trades ist es, glaube ich, die 0,25er Schritte haben beim DAX. Da muss man dann die Preise runden. Hier lernst du, wie es geht. Außerdem geht es darum, wie man variable Lots, also variable Positionsgrößen berechnen kann. Da gibt es dann eine Funktion, die du hier anschauen kannst und die du auch mit programmieren kannst. Dann gibt es hier verschiedene weitere Sachen, die reingenommen werden. Ich muss nicht alles vorlesen, aber hier geht es auch wieder um Trailing Stops und so weiter. Außerdem wird hier dann im zweiten Teil, beziehungsweise der erste Teil ist quasi von 5.1 bis 5.8, da wird der EA einmal grundlegend geschrieben. Ab 5.9 bis 5.14 wird er dann noch optimiert. Das heißt, wird nochmal geschaut, an der Stelle kann ich noch was verbessern, an der Stelle kann ich noch was verbessern, sodass der EA schneller durchläuft, sicherer ist und einfach der Code teilweise sogar schlanker wird. Im nächsten Kapitel geht es dann darum, wie man eine grafische Oberfläche baut im MetaTrader 4. Da gibt es in dem Framework verschiedene Möglichkeiten, mit grafischen Oberflächen zu arbeiten, dass man auch zum Beispiel es schafft, so kleine Buttons in den Chart zu machen, oder zum Beispiel auch realisiert, wann der Benutzer auf diesen Button geklickt hat, um daraufhin dann zum Beispiel eine Order zu eröffnen oder eine Order zu schließen oder sonst was zu machen. Genau, anschließend beschäftigen wir uns dann mit Dateien. Es gibt auch die Möglichkeit, es ist auch oft notwendig, in externen Dateien zu speichern, weil wenn ein Expert Advisor zum Beispiel die ganze Zeit rechnet und der MT4 dann abstürzt, dann ist es teilweise hilfreich, wenn man die Daten von dem Expert Advisor, die wichtigen Daten gesichert hat, in einer externen Datei, sodass der Expert Advisor beim nächsten Mal wieder auf diese Datei zugreifen kann. Außerdem kann man mit Files noch oder mit Dateien verschiedene andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel auch Schnittstellen programmieren zu anderen Programmen. Man kann generell einfach Informationen von dem Expert Advisor ausgeben oder zum Beispiel Daten
exportieren oder komplette Auswertungen machen, die noch weit über die Auswertung von dem Tester hinausgehen. Genau, dann als letztes habe ich jetzt vor kurzem erst noch eingefügt die Strukturen und Klassen. Das sind Datenstrukturen im Endeffekt, die man im MetaTrader 4 nutzen kann. Es kommt so ein bisschen aus der Programmiersprache C, C++, was die Basis ist für den MetaTrader 4 und die Programmiersprache MQL4. Da schauen wir uns einmal an, wie kann ich verschiedene Datentypen zusammenbündeln in Strukturen und Klassen. Und genau, wir schauen uns an, was sind so die Unterschiede zwischen Strukturen und Klassen, insbesondere wie kann ich damit arbeiten. Bei Klassen gehen wir nochmal ein bisschen genauer dann darauf ein, wie halt diese Klassen zum Beispiel auch von anderen Klassen erben können. Und wir schauen uns dann auch abschließend nochmal an, was so die Standardbibliotheken von dem MetaTrader 4 Framework für uns bereithalten. Da gibt es zum Beispiel ziemlich geniale Implementierungen von Arrays, die man so nutzen kann, womit man sich extrem viel Arbeit spart und einfach super effizient und schnell programmieren kann. Genau, ganz zuletzt gibt es dann noch den Bonusbereich, wo dann nochmal verschiedene Informationen gezeigt werden. Ich will jetzt einfach mal irgendwo hier reinspringen. Zum Beispiel können wir uns hier mal anschauen, 8.4, wie jetzt so eine Sektion aussieht. Also diese ganzen Kapitel, die bestehen im Endeffekt immer aus einem Video und gegebenenfalls auch Download-Dateien, wenn es da um Teile von einem fertigen Expert Advisor geht. Da findest du dann, wie gesagt, Videos, die sind immer so zwischen 10 und 20 Minuten lang. Also der ganze Kurs hat relativ viel Material, was aber auch einfach wichtig ist, um das alles Stück für Stück zu lernen. Anschließend kannst du natürlich die einzelnen Sachen nochmal nachschlagen. Von daher eignet sich das auch gut als Bibliothek, um da einfach nochmal zu schauen, ja, wenn man irgendwo eine Frage hat oder so. Genau, also du siehst hier, die ganzen Lektionen sind immer in einzelnen Videos unterteilt, sodass man das auch immer gut durcharbeiten kann. Meist sind die Videos so 10 bis 15 Minuten lang. Ab und zu gehen sie dann auch mal ein bisschen darüber hinaus und werden so 20 Minuten lang, teilweise sogar ein bisschen länger. Genau, anschließend kann ich auch noch mal kurz den Bonusbereich zeigen. Da sind auch noch mal so ein paar generelle Sachen zusammengefasst, die man einfach nutzen könnte. Zum Beispiel siehst du hier noch mal, was externe Variablen sind. Da wird der Unterschied zu Input-Variablen erklärt. Du siehst, was globale Variablen sind. Du siehst, wie man Mail-Nachrichten schreiben kann oder Notifications aufs Handy schicken kann von einem Expert Advisor aus. Anschließend siehst du auch zum Beispiel, wie man mit der On-Timer-Funktion arbeitet oder sein EA Martingale fit macht. Also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Hier will ich nochmal einmal kurz die Übersicht durchscrollen hier, damit du alle Kapitel dir nochmal anschauen kannst. Genau, und dann einfach schauen kannst, ob das für dich eine angenehme Art und Weise sein könnte, um die MetaTrader 4 Programmierung zu lernen. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, sich jeden mit automatisiertem Handel zu beschäftigen. Mir hat es extrem viel gebracht, weil man einfach sieht und auch backtesten kann, ob die Strategien überhaupt funktionieren oder ob das jetzt so eine Eintagsfliege ist, wenn man das mit der Hand mal wieder für eine Woche oder so weggetestet hat. Also, genau, das wäre es soweit gewesen zu der MT4 Masterclass. Für alle, die das mal sehen wollten, das ist jetzt so die Übersicht über alle Kapitel und da siehst du jetzt auch, was du erwarten kannst, was du lernen kannst. Wie gesagt, nach der MT4 Masterclass, ich habe versucht, alles, was mein ganzes Wissen quasi, was ich habe, da reinzupacken und wirklich von Anfang an zu starten, von ganz klein auf bis zu komplexeren Sachverhalten und womit man auch komplexe EAs schreiben kann. Und es ist jetzt so, dass wenn du diese Masterclass machst und das verinnerlichst und wirklich damit arbeitest, solltest du in der Lage sein, alle deine Expert Advisor Vorstellungen umzusetzen und damit dann in der Lage zu sein, automatisiert zu handeln, vielleicht auch Handelsprogramme anzubieten oder einfach in Social Trading zu gehen und dadurch zu starten. Es gibt zig Möglichkeiten und es sollte für jeden was dabei sein. Also, ich hoffe, dass das mal ein aufklärendes Video war, dass ich nicht zu sehr gelangweilt habe mit den Inhalten hier von dem Kurs und würde mich extrem freuen, wenn der ein oder andere sich dazu entscheidet, die MetaTrader 4 Programmierung wirklich vollständig zu lernen und dann in dem automatisierten Handel auch eine Chance zu haben. Lass mich mal deine Meinung wissen, ob du vielleicht bei den Inhalten noch irgendwas vermisst hast. Wenn das so ist, dann schreib gerne einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.